Hallo Leute, schaut mal. Steak und Grillgewürz haben wir bei Oma im Schrank gefunden. Moment, wo steht's? Da. Mindestens haltbar bis 2004. Das ist noch nicht alles. Paprika edelsüß. Mindestens haltbar bis 31.12.99. Das ist noch nicht alles. Man sieht es jetzt so schon am Design. Ja, das ist nicht mehr up to date. Dieses Zeug ist abgelaufen Ende 95. So, habt ihr das schon gelebt? Wahnsinn, 95, wie lange ist das denn her? 28 Jahre, also vor 28 Jahren ist das abgelaufen. Es ist also möglicherweise vor 33 Jahren gekauft worden. Wahnsinn, echt. Ja, extra gesagt, schmeiß das nicht weg, das muss ich einmal zeigen, unbedingt. Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Video, heute mal wieder aus dem Schuppen. Wir haben uns ein schönes Wochenende gemacht, hier mit der Familie. Wir haben fett gegrillt gestern, das musste mal wieder sein. Das erste Mal dieses Jahr. Ey, ich habe noch nicht gegrillt, Leute. Und auch die viele schöne wilde Natur, die genießen wir jedes Mal. Da kommt man echt runter. Und runterkommen muss man leider am Wochenende auch möglichst schnell, damit man wieder einsatzfit ist. Denn personaltechnisch bedingt ist das auf Arbeit aktuell echt kein Zuckerschlecken. Auch familiär und auch im Freundeskreis war leider vieles Unerfreuliches los, weshalb wir nicht in Freizeitparks hin und her fahren können. Die Zeit kommt wieder. Jetzt haben wir gesagt, wir warten noch Anfang Juni ab, bis Lilly dann 12 wird. Dann kann sie nämlich im Heidepark auch endlich alles mitfahren. Bis dahin warten wir noch. Wir haben ja die Jahreskarte vom Moviepark, die ja auch für viele andere Parks gilt. Also wir sind dann bald auch mal wieder unterwegs. Keine Sorge, Leute. Ey Leute, startet mal bitte einen Aufruf an meine Frau. Schreibt's in die Kommentare von diesem Video oder irgendwo, ja. Die ist jeden Tag stundenlang auf Instagram unterwegs. Dabei habe ich ja selbst schon mal ein Profil angelegt, den man dann mit diesem Kanal verknüpfen kann und so weiter. Wisst ihr ja selber alles am besten. Die kann ja auch mal bitte sich um unser Profil auf Insta kümmern. Jeden zweiten Tag meinetwegen. Schreibt der das mal, ja, dass ihr das auch unbedingt wollt. Danke. Das Anti-Angst-Video zum Coaster Colossus ist endlich abgedreht. Ich werde es bearbeiten alsbald und in den nächsten Tagen hochladen. Dann können alle Leute einen zweiten Anlauf wagen, die sich möglicherweise noch nicht in die Bahn reingetraut haben. Leute, ihr verpasst was. Glaubt mir, das macht so einen Spaß. Kirmes in Wolfsburg ist gerade am Laufen seit Freitag. Da werden wir im Laufe der Woche auch mal zu finden sein. Genauen Tag kann ich leider noch nicht benennen. Das ist halt eben abhängig davon, in welchem Zustand ich von der Arbeit komme, ob ich dann noch Lust und Muße habe, da rumzulaufen und irgendwas zu fahren. Und der Sommerurlaub kommt ja auch mit großen Schritten näher. Da freue ich mich natürlich sehr, sehr drauf. Denn auch dieser Sommerurlaub wird wieder sehr parklastig werden, aber auch viele andere Ausflugsziele werden euch erwarten. So, ich bin ja immer groß mit meinen ganzen Ankündigungen, kann sie nicht immer alle zu 100% halten. Ja, ich weiß das, ich halte mich da auch zurück, aber das, was ich euch eben erzählt habe, ist safe und so will ich das auch in Zukunft handhaben. Danke fürs Zuschauen bei diesem kleinen Video, bis zum nächsten Video, ciao.